Ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen in Mostar, und zwar 3 Tage, um genau zu sein. Und muss mich hier so ein bisschen erholen, weil ich bin tatsächlich ziemlich krank geworden. Das war wahrscheinlich das kalte Wetter in den Bergen oder die kalten Nächte in den Bergen. Und ich bin ganz froh, dass ich hier so ein Apartment bekommen habe und habe gedacht, ich mache einfach mal so einen Vlog, wo ich euch ein bisschen Mostar zeige und euch zeige, wie ich hier gerade so ein paar Tage lebe. Also das Apartment selber, ich habe das über Booking.com gefunden, aber habe den Besitzer einfach mal direkt kontaktiert. Ich habe seine Nummer auf Google Maps gefunden und dann haben wir halt so einen Deal gemacht, ein bisschen günstiger. Ja, ich bezahle jetzt hier für dieses Apartment, wo wirklich alles drin ist, was man braucht. Es ist zwar nur ein Zimmer mit einer eingebauten Küche, das stört mich aber gar nicht. Zahle ich jetzt so ein bisschen über 20 €. Da ist schon irgendwie mein Trinkgeld mit drin, was ich nochmal draufgeschlagen habe. Finde ich einen super günstigen Preis. Auch für hier. Also man kriegt zwar ist noch ein bisschen billiger, aber dann ist es irgendwie Schlafsaal oder irgendwie geteilt. Und hier habe ich wirklich alles für mich. Und das finde ich schon ganz gut, um mich mal so richtig zu entspannen. Ich zeige euch einfach mal jetzt die Wohnung hier und was es hier so gibt. Ja, also seht ihr hier gleich mal, wenn man reinkommt, ist hier die Küche. Ist alles drin, was man braucht. Auch finde ich auch ganz cool. Hier gibt es wirklich irgendwie alles. Auch so ein paar Lebensmittel sind da. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe Kaffee und Zucker gekauft. Hätte ich gar nicht machen müssen. Gab es ja alles schon. Dann, ja, Fernseher nutze ich gar nicht. Davor steht schon mein Fahrrad. Das passt ja auch gerade noch rein. Wir haben eine Sitzecke. Mein Schlafsack darf sich hier gerade mal ein bisschen entspannen und mal wieder ein bisschen. Ich hoffe, der wird wieder wärmer, wenn er nicht die ganze Zeit irgendwie mal eingepackt ist und so klamm ist. Hoffe, der hat auch eine Erholungsphase hier. Und ja, dann gibt es hier halt hier ein Bett, das kann man hochklappen, was ich noch nicht gemacht habe. Und dann haben wir noch ein Badezimmer. Auch klein, aber wirklich alles da irgendwie. Dusche ist super. Es gibt eine Waschmaschine, das war natürlich für mich echt fantastisch, dass ich direkt mal meine ganzen Klamotten auch durchwaschen konnte. Auch das ist halt im Preis drin. Und nicht wie sonst irgendwo anders am Campingplatz oder so, dass man da auch nochmal irgendwie 5 € zahlen muss. Ja, und so sieht der Blick nach draußen aus, finde ich richtig gut. Also man sieht hier die Berge und hat so einen Blick in die Stadt und kann sich auch noch ein bisschen das Leben hier angucken. Ich zeige euch das mal. Und ich werde jetzt mal rausgehen und werde mal gucken, ob ich irgendwo ein Frühstück kriege oder vielleicht gleich ein Mittagessen. Weil ich bin ja schon ein paar Tage irgendwie rumgelaufen und habe mir schon ein bisschen die Stadt angeguckt. Ich habe noch nicht so richtig gefunden, wo man so, ja, frühstücken kann. Und auch die Cafés irgendwie, die haben selten, oder ich habe es noch nicht gesehen, dass die irgendwie sowas wie Croissants haben oder so. Dafür gibt es halt überall Bäckereien. Ja, wir gehen einfach mal zusammen los. Ich nehme euch mit und dann zeige ich euch auf jeden Fall auch noch diese weltberühmte Brücke, die es hier gibt. Ja, also was ich wirklich ganz gut finde, ist, dass dieses Apartment wirklich nur so ein paar Meter, im Prinzip ist es in der Altstadt und um zu dieser alten Brücke zu kommen, also das, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten zu Fuß, nicht mal, vielleicht eher 5. Und dementsprechend sind auch hier diese ganzen Restaurants und so alle ziemlich in der Nähe. Ja, Essen war gut. Ich war in so einem Restaurant, was zwischen der Fußgängerzone und der Brücke ist, also eigentlich mittendrin, so wo die ganzen Touristen vorbeikommen. Aber das Coole ist, das schienen irgendwie nur so Ortsansässige abzuhängen. Die haben dann da Backgammon gespielt und irgendwie ihren Tee getrunken und Kaffee getrunken und so. Und ich muss sagen, die Preise sind überall relativ günstig hier. Also auch, ja, auch wenn du an die Touri-Orte gehst. Aber so die Qualität, die ist schon ein bisschen verschieden. Die war jetzt hier auch nicht so super gut, aber auf jeden Fall besser als das, was ich gestern und vorgestern hatte. So, das war schon mal die Brücke von Weitem. Wir werden uns gleich mal so ein bisschen da reinstürzen ins Getümmel. Ich glaube, so schlimm wird es heute nicht sein. Auf jeden Fall ist da ordentlich Touristenattraktion und man kann Boot fahren und wird da auf der, wie heißt sie, Nevretta, auf dem Fluss rumgefahren. Ganz nett, ich habe das Glück gehabt, ich weiß gar nicht, wie oft die da sind, diese Brückenspringer zu sehen.
Die sammeln dann erstmal eine Runde Geld ein. Sobald sie 50 Euro zusammen haben, springt dann einer rein. Und es ist wohl nicht nur die Höhe von 25 Metern, so sagte da eine Touristenführerin. Und dass es dann nur so 5 bis 6 Meter tief ist, sondern auch, dass es ein ziemlich großer Temperaturunterschied ist. Wenn die so in der Sonne stehen bei 30, 40, 50 Grad und der Fluss hat nur 10, ist das wohl ein ziemlicher Schock. Wenn ihr hier mal zufällig nach Mostar kommt oder überlegt, dass ihr hier eine Route macht, die irgendwie hier auch lang führt, ich finde, die Stadt ist durchaus einen Besuch wert. Ob ich jetzt extra hierher fahren würde, um diese Stadt zu sehen, ich glaube nicht. Dafür ist sie mir ein bisschen zu klein und es gibt nicht so viel. Also es gibt hier Museen und Moscheen und so ein paar Sachen. Die Brücke, das haben wir ja vorhin gesehen, die ist auf jeden Fall interessant, besonders wenn diese Wasserspringer da am Start sind. Ja, ich glaube, dass jetzt auch gerade eine ganz gute Zeit ist, weil es jetzt nach der Saison ist und so Anfang Oktober, das Wetter ist noch super gut. Wir haben hier 28 Grad gerade. Die Stadt ist jetzt noch nicht ausgestorben, aber es ist nicht so super voll und ich finde es ganz angenehm. Wenn ihr mit dem Rad herkommt, hier gibt es nicht so viele Sachen, um irgendwie sich zu versorgen. Also ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie Campinggas kriegen kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Fahrradläden gibt es hier scheinbar 2. Da hatte ich überlegt, ob ich mir noch eine Kette kaufe. Die Kette, die ich jetzt aber noch drauf habe, also die Kettenlehre sagt, dass sie noch ziemlich gut ist. Also ich werde das wahrscheinlich vielleicht in Dubrovnik oder irgendwo anders nochmal versuchen oder vielleicht in Tirana oder so. Campingmäßig, ich hatte überlegt, kaufe ich mir nochmal eine bessere Isomatte, eine wärmere, rüste ich mich nochmal irgendwie anders aus. Also hier sowas wie ein Decathlon oder irgendein Outdoor-Laden oder sowas findest du ja nicht. Ja, aber generell finde ich die Stimmung hier gut. Ich finde die Leute auch nach wie vor sehr freundlich. Also ich hatte mich schon gefragt, ist das nur so auf dem Dorf so oder ist das in den Städten auch anders? Und natürlich ist es ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass jeder sich grüßt, aber generell ist das schon so eine freundlichere Stimmung hier. Was ich übrigens auch noch gelernt habe, weil ich habe mich gefragt, welche Sprache spricht man denn hier und ich habe so ein bisschen Sorge gehabt irgendwie wegen diesem ganzen Krieg und das ist für mich ja alles noch so ein bisschen undurchschaubar. Was kann ich hier sagen? Kann ich hier Kroatisch sprechen oder irgendwie fahren die Leute da gar nicht drauf ab? Ja, habe dann festgestellt, dass es ja immer noch in Bosnien irgendwie ja, kroatische Bevölkerung gibt, bosnische Bevölkerung gibt, serbische Bevölkerung gibt und dass das immer noch ziemlich gemixt ist. Habe nochmal recherchiert wegen den Sprachen und habe dann festgestellt, dass die Sprachen eigentlich so ähnlich sind, dass die Menschen mühelos miteinander kommunizieren können. Und von daher, also wenn ihr schon durch Kroatien gekommen seid, so wie ich, und habt schon ein paar Brocken aufgeschnappt, könnt ihr einfach weiter mitsprechen. Als ich nicht weitergekommen bin, habe ich im Laden auch schon irgendwie ich hatte noch so ein paar Brocken Russisch, als ich irgendwas einkaufen wollte, wusste ich halt, wie es auf Russisch heißt. Beziehungsweise auch mit türkischen Wörtern kommt man auch weiter und ansonsten sprechen ja auch voll viele Leute Deutsch. Kommunikation ist hier gar nicht so ein großes Problem. Zumindest so, wenn man irgendwas besorgen will oder irgendwas bestellen will. Preise sind echt gut. Viele Sachen, also gerade so Lebensmittel und so Lebenshaltung, kostet wohl statistisch irgendwie nur die Hälfte gegenüber Deutschland. Ich habe es auch schon gemerkt, als ich von Kroatien kam, dass viele Produkte im Supermarkt irgendwie nur noch ungefähr halb so teuer waren. Das war schon ein deutlicher Unterschied. Das bezieht sich aber eher so auf regionale Produkte, wenn man so Sachen, so westliche Sachen irgendwie kaufen will, die sind manchmal sogar teurer. Ja, das sind so meine Gedanken erstmal zu Bosnien. Das ist alles, was mir gerade eingefallen ist. Ich bin immer noch ganz verwundert irgendwie darüber, dass ich ursprünglich so eine Angst hatte, hierher zu kommen und auch die Angst irgendwie, als ich so die ersten Städte gesehen habe. Ich habe mich jetzt total daran gewöhnt, dass irgendwie so hier Ruinen rumstehen und nebenan dann so ganz normale Häuser wieder und die Leute leben damit und ich habe mich da auch ganz schnell dran angepasst. Und wenn ihr hier im Rad herkommt, ja, ist die Frage, kennt ihr sowas schon, dann ist es gar kein Problem. Wenn das neu für euch ist, kann das sein, dass ihr vielleicht mal euch ein, zwei Tage dran gewöhnen müsst. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde den Abend jetzt beschließen, indem ich gleich nochmal rausgehe. Es gibt hier ein Museum über den Völkermord und den Jugoslawienkrieg. Und ich bin da schon ganz oft dran vorbeigegangen und habe schon so einen Blick reingeworfen. Es wurde mir von den Motorradfahrern gesagt, die ich vor ein paar Tagen getroffen habe, die hier waren, dass das richtig heftig sein soll. Ich wollte schon reingehen, aber habe gedacht, oh, ich will wieder ein bisschen gesünder sein und ein bisschen irgendwie, dass es mir ein bisschen besser geht. Es ist so allgegenwärtig hier, dieses Thema. Du hast nicht nur die Ruinen in der Stadt, sondern es gibt halt auch diese Friedhöfe. Und dann guckt man sich diese Grabsteine an. Alle, die Leute sind natürlich in verschiedenen Jahren geboren. Und alle sind 92 gestorben. Auf dem anderen Friedhof alle 93 gestorben. Und das ist so krass. Und du weißt natürlich gleich irgendwie, das sind alles Leute, die in diesem Krieg gestorben sind. Ja, bedrückend. Und gleichzeitig ist es so ein Teil hier der Geschichte. Und es ist so präsent,
dass es ein gewisses, gewissen Grad der Normalität bekommt. Ja, vielleicht hat euch dieser kleine Vlog so ein bisschen Informationen geben können zum Mostar. Und wie gesagt, wenn ihr nach Bosnien kommen wollt, Urlaub machen wollt, ich kann es empfehlen. Aber man muss halt wissen, was hier ist. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bald geht's weiter. Dann wieder auf dem Fahrrad.